Guten Tag, liebe Zuschauer. Heute bringen wir zwei Ratgeberbeiträge. Über die Kosten eines Rechtsstreits spricht Herr Bloka, Berlin. Und Herr Hannemann, Hamburg, sagt Ihnen, was Autofahrer nach dem Winter für ihr Auto tun müssen. Außerdem zeigen wir Ihnen einen hübschen Tanz, den schwerhörige und gehörlose Mädchen eingeübt haben. Doch zuerst wieder die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Woche bis zum Freitagmorgen. Indien. Die Parlamentswahlen in Indien haben zu einem Machtwechsel geführt. Indira Gandhi, seit 11 Jahren Ministerpräsidentin, musste zurücktreten. Ihre Partei, die Kongresspartei, hat sehr viele Stimmen verloren. Hier die Sitzverteilung im Unterhaus. Janta und Kongress für Demokratie 298, bisher 39. Kongresspartei 153, bisher 355. Andere Parteien 81, bisher 113. Die Wahlen hatten bis Sonntagabend gedauert. Bereits am Montag war es klar, dass die Kongresspartei verloren hatte. Polizei bewachte unauffällig die Straße zu Indira Gandhis Palast. Überall blieb die Lage sehr ruhig, auch in der Hauptstadt Neu-Delhi. Bei den Gegnern von Indira Gandhi war die Freude groß. Janta-Partei und ihre Bündnispartner haben jetzt die absolute Mehrheit. Der neue Ministerpräsident ist der Führer der Janta-Partei, Desai. Der 81-Jährige hat damit sein Ziel erreicht. Seine Partei löst die Kongresspartei ab, die seit 30 Jahren regierte. Desai will die Politik seines Landes neu gestalten. Der neue Ministerpräsident wurde am Donnerstag vereidigt. Er sagte: Für unser Volk sind jetzt Diktatur und Pressezensur vorbei. Desai hofft, dass in den nächsten Jahren die Armut verschwinden wird. Desai sagt, jeder Inder soll einen Arbeitsplatz bekommen. Er sagt, Indiens 600 Millionen Volk kann in 10 Jahren sehr glücklich sein. Dieses Ziel wird schwer zu erreichen sein, auch für Desai. Frankreich. An den letzten 2 Samstagen wurde in ganz Frankreich gewählt. 30 Millionen Wähler sollten 450.000 Gemeinderäte wählen. Diese Kommunalwahlen sind zu einem großen Erfolg für die Linke geworden. Fast überall hatten Sozialisten und Kommunisten gemeinsame Kandidaten. Nun regieren sie in mehr als 2 Dritteln der Städte mit über 30.000 Einwohnern. Die Linksunion bekam 52% aller Stimmen. Mitterrands Sozialisten sind die stärkste Partei in der Linksunion.
Sie hoffen, mit Ihren Bündnispartnern die Parlamentswahlen 78 zu gewinnen. Für die Regierungsparteien sind die Wahlen eine echte Niederlage gewesen.